Wasserkraft hat für den Kanton Graubünden eine große Bedeutung. Sie sorgt nicht nur für Arbeitsplätze im Kanton, sie ist auch ein wichtiger Pfeiler der Energiewende. Zudem verschafft sie Konzessionsgemeinden und Kanton jährlich hohe Einnahmen. Ab 2030 kommt es bei Wasserkraftwerken zu vielen Heimfällen. Das bedeutet, dass zahlreiche Konzessionen für Kraftwerkbetreiber auslaufen und die Anlagen in das Eigentum von Konzessionsgemeinden und Kanton übergehen. Dies hat große Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse, die Erträge und den Betrieb. Die Heimfälle müssen deshalb frühzeitig von Konzessionsgemeinden und Kanton gemeinsam vorbereitet werden. Bei einem Heimfall haben Konzessionsgemeinden und Kanton grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie verzichten auf den Heimfall und verlängern die Konzession des bisherigen Nutzers. Konzessionsgemeinden und Kanton erhalten eine Heimfallverzichtsentschädigung und können sich gegebenenfalls an der bisherigen Kraftwerksgesellschaft beteiligen. Oder die Konzessionsgemeinden und der Kanton üben den Heimfall aus. Die Anlage ist dadurch komplett in ihrem Eigentum und sie können eine neue Konzession an eine neue Gesellschaft vergeben. Auch an dieser können sie sich beteiligen. Der Kanton hat die verschiedenen Optionen geprüft und kommt zum Schluss, dass die Beteiligungen deutlich erhöht und möglichst viele Heimfälle ausgeübt werden sollen. Die Wertschöpfung wird dadurch erhöht und die Versorgungssicherheit verbessert. Das bisherige Partnerwerkmodell soll bestehen bleiben. Damit haben die Konzessionsgemeinden und der Kanton weiterhin die Möglichkeit, dass sich verschiedene Partner an den neuen Gesellschaften beteiligen können. Der Kanton gründet eine neue Beteiligungsgesellschaft, in der die Anteile an allen Kraftwerkgesellschaften zusammengefasst werden. Dies ermöglicht eine einheitliche und professionelle Steuerung. Auch für den Kraftwerksbetrieb und die Energieverwertung werden im Kanton Graubünden ansässige Gesellschaften gegründet. Bei der Umsetzung der Strategie kommt den Konzessionsgemeinden eine zentrale Rolle zu. Der Kanton unterstützt bei jedem einzelnen Heimfall. Er führt gemeinsam mit den Konzessionsgemeinden die Konzessionsverhandlungen, behält den Gesamtüberblick über das Kraftwerkportfolio und stellt Wissen und Know-how zur Verfügung. Konzessionsgemeinden und Kanton – gemeinsam für eine starke Wasserkraft im Kanton Graubünden –